Du weißt flexen statt schätzen. Hallo Leute und willkommen wieder zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Und ihr seht schon, in der Calico-Wüste ist sehr viel los. Ja, das ist so ein Event. Nach einem langen dunklen Winter ist dieses Fest eine gute Gelegenheit, sich zu erholen. Nein, eigentlich nicht. So, Alter, wirklich, das ist voll groß, dieses Event. Wer bist du? Wir gucken uns hier alles an. Das läuft 3 Tage. Die Augen auf das Rennen gerichtet. Wir können später reden. Welches Rennen? Hat jemand sein Gehirn gekackt? Ach, dieses Rennen, oder? Alter. Die ist nicht mal online. Cool, Mann. Aber wir können hier nach unten gehen. Nee, ich will den Baum nicht fällen. Okay. Ah ja. Was? Bist du bereit, einen neuen Kaktus in dein Leben? Ja. Was ist das? Ja, er hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dir. Willst du nicht auch? Gibst du mir noch einen? Alter, wie ehrenlos. Bist du ein Flamingo? Hä? Was ist hier los, Mann? Kann ich mich hier umziehen? Hallo? Wieso ist Sandy hier? Ah, hell no! Lass mich deine Aura wie... Okay. Bitte, ich sehe gleich nicht hässlich aus. Alter! Ey, yo! Ew. Ja, ich kann es fühlen, dein Inneres und dein Eures Selbst jetzt in perfekter. Du siehst toll aus. Komm an einen anderen Tag wieder und wir stellen dir einen neuen Look zusammen. Was ist das? Na, Bro. Da, die haben mich verarscht. Wie sehe ich denn jetzt aus, Alter? Na, das ist unfair. Nein. Beschreibung. Oh, okay. Da hat Eric Bergund das sich zu Ende gemacht. Ich habe mir nur gefragt, wenn ich hier, Schnauze. Guess the winner and receive some. Junge, Eric Bergund, das hast du nicht auf Deutsch gemacht. Wer glaubst du wird gewinnen? Cactus Crawler? Cactus Crawler. Ja, startet mal! Hallo? Oder ich finde hier so viele Calico-Eier. So, ich kann nicht mal das kaufen. Wer hat mich denn jetzt verarscht, Mann? Ich habe jetzt umsonst diese 30 Jahre mitgenommen. So, Harvey. Wow. Kann ich überhaupt hier irgendwie bei dir einkaufen? Ich kann bei dir nicht mal einkaufen. Hey, wer bist du? Oh. Boah, er verkauft die Sache so. Oder er verkauft nur Scheiße. Ja, außer das hier. Das brauche ich eigentlich. Und das hier. Was verkaufst du? Ja, du verkaufst auch gute Sachen. Oder?
die Aufnahme... Ah, scheiße. Hab ich vergessen. Ah, scheiße. Er verkauft auch eigentlich gar nichts Gutes. Oder was verkauft ihr denn? Was verkaufst du nochmal? Hast du diese Scheiße? Wer bist du? Ey, komm mal her, kleiner Mann. Gelehrter, sei gegrüßt. Du hast auf einen Wissen-Test. Wenn du meine Fragen richtig beantwortest, kannst du... Bekommst du einen Preis. Was sagst du? Ja, okay. Ausgezeichnet. Nur zur ersten Frage. Wo befinden wir uns? Calico-Wüste. Korrekt. Wann ist Pires Laden normalerweise geschlossen? Natürlich Sonntag. Nein, Mittwoch. Ah! Was? Wie viel kostet ein Schwein? Das kann nicht sein. Ich glaube so viel. Ja! Wie viel Mülleimer gibt es in der Pelikanstadt? So. Eine bei Jodi. Eine bei Emily. Eine bei Levis. Eine bei Gus. Eine bei Evelyn. Eine bei Joja-Markt. Eine bei... Ja, es gibt 8. Dann eine noch bei Schmieds und eine noch bei Museum. 8. Korrekt. Sehr gut, ich bin von deinem Wissen beeindruckt. Hier ist dein Preis. Jo! Alter. Nee, Mann, geh weg, Mann. Oha. Ah, der ist ein Mülleimer. Jo! Alter, hier gibt's ja überall Eier, Mann. Scheiße. So. Willst du deinen Mut auf die Probe stellen? Nein, Schnauze. Ich mach das hier, oder? Ja, das hier. Willkommen zum Schädelhöhlen-Herausforderung. Calico-Eier und mysteriöse Calico-Statuen sind überall in den Höhlen erschienen. Was? Deine... So. Sei vorsichtig. Okay. Was für Willi hier? Ahoi, Bischchen. Siehst du nach einem angemessenen Wetter zum Fischen aus, ne? Fange 3 Sand... Ja, okay. Oh, ich hab nicht mal meine Angel mit. Scheiße. Na, hallo, hungrig. Ach ja, ich bin sehr erfreut. Ja, Schnauze, ich will einkaufen. Was darf es da sein? Scharfer Knoblauch. Ja, was macht er da? Ich wollte doch gar nichts. Ja, jetzt habe ich Geschwindigkeit. Kann ich das aktivieren? Ja, nee, kann ich nicht. Okay, dann versuche ich das mal. Alter, ich habe so viele Eier. Wirklich, ja, also. Reden wir schon, okay. Ich habe noch nicht mal die... Ach, warte. Ah, ich kann dir ein Geschenk geben. Ich gebe dir... Was gebe ich dir denn? Ja! Ich habe 10 Sterne jetzt. So. Nachthimmel. Was für Scheiße. Pennys Bratpfanne. Ah, die verkaufen auch... Eigentlich brauche ich das ja eigentlich gar nicht. Weil es ist ja nur... Scheiße. Markus Schraubenschlüssel, nee. Ja, das, nee. Ja, wieso brauche ich das denn alles? Das ist ja nicht mal so gut, außer diese Megabomben. Ja, okay, ich habe schon die, ja, ich, scheiße. Danke, Mann. Ja, scheiße.
Ja, okay, wir sehen uns am Morgen. Okay, was habe ich hier gefunden? So. Also ich habe hier alles jetzt, so guck mal, hier alles voll, das hier. Was ist das? Anwilder. Woher kennst du meinen Namen? Wenn du diese Notiz liest, hast du den geheimen Raum gefunden, den ich für dich vorbereitet habe. Innerhalb dieser Wände befinden sich Tipps, Rezepte und sogar einige meiner wertvollsten Werkzeuge. Das Beste aus den vielen glücklichen Jahren, die ich im Tal verbracht habe. Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du bewiesen, dass du die Fähigkeit und Weisheiten besitzt, diese mächtigen Geheimnisse zu nutzen. Ich hoffe, meine Entdeckungen helfen dir auf deinem Weg, den Premiumhof zu einem leuchtenden Stern auf der ganzen Welt zu machen. Macht mich stolz. Ach so, es ist Opa. Natürlich Opa. Oder was ist das für eine Scheiße? Meisterung des Kampfes, Amboss, ermöglicht es, Ornamente neu zu rollen. Kostet 3 R. Was? Was sind Ornamente? Jetzt ja, Minischmiede. Jetzt kannst du ein Zwergeschmiede bequem von zu Hause aus benutzen. Wow! Ja, das will ich! Das will ich! Also, das ist auf dieser Engweinsel eigentlich. Schaltet einen neuen Ausrüstungsplatz für Ornamente frei. Ornamente können während Abenteuern gefunden werden und verleihen besondere. Abholen! Ja! Mystischer Baumsamen. Dieser kann gepflanzt werden, um einen besonderen Baum wachsen zu lassen. Schatztoten auf grabberem Gelände verwendet, um einen Ring von Schatzplätzen zu beschwören. Was? Du findest jetzt goldene Mysterious-Kisten, die bessere Gegenstände halten. Iridiumsense. Kann zum Ernten von. F Was? Jo! Er kann zum Ernten von Feldfrüchten aller Art verwendet werden. Das ist gut, das ist gut. Statue der Segnung. Die Berückung der Statue schenkt jeden Tag einen einzigartigen Segen. Ja, okay. Es gibt jetzt goldene Tierquäcker, die den Ertrag eines Nutztiers dauerhaft verdoppeln. Funktioniert nicht bei Schweinen. Dauerhaft verdoppeln? Okay. Fortgeschrittene Iri wird im Wasser verwendet, um Fische zu fangen. Bis zu 2 Köder kann auf einmal befe 2 Köder? Okay. Herausforderung, Köder. Ein perfekter Fang bringt dir dreifache Menge an Fischen ein. Doch jedes Mal, wenn ein Fisch aus der Fangleiste entkommt, verringert sich der Fang. Was? Verringert sich der Fang? Okay. Statue des Zwergenskönigs. Wähle jeden Tag aus zwei bergbaubezogenen Fähigkeiten. Okay. Schwere Offen. Verarbeitet 5 Waren auf einmal. Benötigt 5 und 3 Kohle pro. Wow! Wow! Okay. Okay, das ist gut, das ist gut. Edelsteinhaltige Felsen gewährt jetzt doppelt so viele Edelsteine. Wow. Das ist gut, Mann! Oha! Ich muss jetzt erstmal hier mega viel farmen und arbeiten, Mann. Ja, okay. Ich werde jetzt weiter. Oh, warte mal. Ich mache lieber das hier, weil das ist jetzt wirklich. Ich mache das lieber. Los geht's. Oh, scheiße. So, hallo, hallo. So, wir gucken mal. Ich habe 9 Tickets, okay? Das ist viel. Was ist das für ein Buch? Oh, ah, nein, nicht das. Wow. Wieso ein Dehydrator, Mann? Yes. Junge, ich brauche nicht so eine Palme. Was ist das? Ach so, das ist dieses. Ja, das weiß ich schon. Ah, Sterntropfen wieder. Das ist gut. Oh, du
befreundet sich schneller mit Leuten. Okay, das ist gut. Gib mir das. Oh ja, Mann. Okay, danke, Mann. Ich hab mal wieder vergessen, die Aufnahme zu starten. Galaxieschwert! Ja, cool. Das brauche ich nicht. Wir wollen diese Waffe. Oh, mein ganzes Geld ist draufgegangen. Oh. Jetzt muss ich noch 5000. Alter, ich habe kein Geld. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hey, hier. Kannst du verkaufen. Kann ich jetzt ganz kurz machen. So, danke. Au! Danke, Mann. So. Man hört mich? Ja, man hört mich, oder? Ich habe jetzt so ein Metroid bekommen. Der bringt mir aber jetzt gar nicht mal so viel, weil es ist ja nur Iridium und Iridium ist ja richtig nicht mal so gut. Aber ich habe jetzt 2 Fischräucher. Wirklich. Ich will mindestens 5 haben, weil ich habe mega viele Fische. Und sonst, ja, das war's. Und wir haben es geschafft. Bitte? Ja, ja, woo! Oh, was kriegen wir als Belohnung? Ich nehme das. Ja, so viele wundervolle Bündel. Danke dir, danke dir. Oder? Wow, Alter, okay. Nice, Mann. Was brauche ich hier nochmal? Hopfen oder violetter Pilz? Violetter Pilz. Achso. Ja, okay. So. Leute. Wir können noch was machen. Alter, wirklich. Wir haben jetzt fast alle Bündel fertig. Oh, das war schwer. Was gibt's hier? Ja, okay, ich nehme alles. Ja, hallo. Wow. Wenn wir hier fertig sind, kehren wir in die andere Welt zurück. Mach das nicht. Geil, Mann, ich hab da was. Na, ah. Na, ah. Oh, scheiße. Kann ich das hier? Na, ich will das nicht platzieren. Danke, okay. Achso, wir brauchen noch das hier. Okay. Nein, so. So. Geschafft. Wow. Oh. Wow. Ja, cool. Damit könnte ich. Scheiße. Damit könnte ich jetzt eigentlich nicht so viel sparen, aber. Aber sonst, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der 17. Folge irgendwann. Und und ja. Was soll ich da noch so viel sagen? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ja. Bis bald.